Hallihallo, meine lieben Leute, wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ja, auf der Insel der Legionsrichter und hier werde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal eben die World Quest machen. Ob das mir denn möglich ist. Wir holen uns mal hier ein paar Mates. Ach, habe ich heute schon gemacht mit meinem. Mit meinem Hunter. Ah, du gehst mir auch auf die Nerven, ne? Okay, los. So. Das ist ja lustig. Ihr habt ja gerade diese komische Eisanimation gesehen. Mit meinem Hunter hatte ich so eine Animation von dem Cast die Vögel. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Aber es gibt ja diesen Spell beim Hunter, diese Fähigkeit. Das ist so ein Debuff und der macht Schaden over time. Und da gibt es dann so eine Vogelanimation, so einen Rabenschwarm, der um das Target fliegt und flattert. Und wenn ich so ein Ei hier zerstört habe, dann war es immer so, als ob ich das auf diese Eier gecastet hätte, diesen Debuff. Und hier waren es jetzt gerade halt diese Eis-Effekte, diese Frozen-Effekts, keine Ahnung. Als ob ich die Deep-Freezed hätte. Das ist auch ziemlich cool. Das hier ist übrigens auch eine einfache World Quest. Hier muss man gleich einfach. Also hier gibt es einen Wichtel-Spawn, da stellt sich davor und dort tötest du einfach die ganze Zeit die Wichtel. Diese kleinen Plagegeister müssen vernichtet werden. Ich muss halt aufpassen, dass das Ding nicht veräppt. Okay, das war schon. Mega easy. Einfachste Weltquest in, auf der verhärteten Küste. Mit großem Abstand, das ist so unfassbar einfach. Es hat ja keine 10 Sekunden gerade gedauert. Also das ist schon durchaus praktisch. So, hier haben wir noch eine Mine. Na, hier ist Teufelsschiefer vorkommen. Da ist sogar noch eine Mine. Schneestein. Guck mal, da bringen mir beide noch tatsächlich. Ach. Beide tatsächlich noch Skillpunkte. Also durchaus sinnvoll, dass ich das hier noch abbaue. Magier mit dem Hand habe ich halt, wie gesagt, die Problematik, dass ich dort keine Skillpunkte mehr bekomme, obwohl ich es noch nicht auf Max-Level habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob Zwerge automatisch irgendwie so einen Volksbonus gibt, sowas überhaupt noch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es damit was zu tun. Auf jeden Fall kriege ich diesen Bonus nur noch dann, wenn ich irgendwie einen Leystein, nicht einen Leystein, sondern einen, einen Teufelsschieferflözer baue. Oder einen, wie heißt denn das andere Erz nochmal? Imperium Flöz, das geht auch. Alte Ruinen wimmeln meist von Seltenheiten, die jedes Hallo, sammel das ein, um Gottes Willen. Berg, was ihr könnt an Rekten. DC, whatever, keine Ahnung. Krass, Verzögerung. So, ich würde es trotzdem appreciaten, wenn wir jetzt hier nochmal eine Gruppe finden würden, damit ich das hier nicht alles komplett alleine machen muss. Kritischer Trefferwert, Tempo und Meisterschaft um 5000 erhöht, okay. Ich kann das jetzt nicht plündern. Da klaut der Junge mir das. Ich weiß es nicht. Okay, nehmen wir den auch noch mit.
Ich habe schon wieder das Gefühl, ich mache hier alles alleine. Das kann doch echt nicht wahr sein. Drauf geschissen, ich mach's wirklich alleine. Diese Gruppensuchen kosten teilweise mehr Zeit, als dass es im Endeffekt irgendwas bringen würde. Vor allen Dingen bei diesen, ja, vergleichsweise Casual Quests hier, wo man nicht irgendwie nur einen Mob erledigen muss, sondern halt vergleichsweise viel. Vor allen Dingen, weil hier halt auch jeder für sich den Schmarrn einsammeln muss. Das heißt, es reicht nicht, wenn einer das für alle einsammelt, sondern es muss jeder für sich alleine hier diese dämlichen Antiquitäten einsammeln. Frei nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, dann geht dann da erstmal direkt die Klopperei los. So, ein Geist noch über den hier. Wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit hier so massivste Ordensressourcenprobleme? Das geht gar nicht. Mit meinem Hand habe ich über 100.000, die habe ich nicht mal 1.000. Das ist nicht zu fassen. Diese zerfetzten Flügel könnten nützlich sein, wenn ihr euch plötzlich in der Luft wiederfindet. Zögert nicht, sie einzusetzen. Das ist nicht zu fassen. Wenigstens hier schon mal direkt zwei Stück bekommen. Die Frostorb fliegt auch ins Nirvana. Hier wird ja wohl einer dabei sein. So, wie das hier funktioniert, habe ich jetzt finally auch gecheckt. Da muss man nämlich aufs Flugmount, dann muss man nach oben steigen. Und dann sucht man nach diesen komischen Kugeln, die hier in der Luft fliegen. Diese hier. Und da fliegst du dann einfach durch und da kriegst du 10%. Und ich dachte, man muss sich da irgendwie unten auf diese Flächen stellen, damit man nämlich in die Luft katapultiert. Und dann muss man das irgendwie beim Sinkflug irgendwie einsammeln. Absoluter Blödsinn. Bis ich das geschnallt habe, bin ich 5 oder 6 Mal verreckt. Richtig stupid. Gefühlt wie der letzte Trottel. Ich bin herausgefunden, ob dies funktioniert. So ist die Quest nämlich auch einfach mega angenehm und einfach. Übrigens schön die 990 Ordensressourcen bekommen. Wenn ich mal wieder ein bisschen was. Ach, wir müssen den Weltboss töten. Apokon. Okay, das habe ich mit meinem Mann auch schon gemacht. Die kriegen wir ja leider immer nur 100 Gold pro World Quest. Mit meinem Hunter bekomme ich 125 Gold. Also nochmal ein Stückchen mehr. Okay, ich hatte gehofft, er wird irgendwie schon angegriffen, weil diese Gruppenbenutzer definiert Apo. Seid also wachsam. Ich würde schon gerne eine Gruppe haben, die dann auch schon jetzt hier direkt loslegt, aber das ist keine. Toll. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ah, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Wo sind denn die Leute für den scheiß World Boss? Tja. Kommen jetzt irgendwann noch mal ein paar mehr Leute. Wir bräuchten eigentlich nur einen Tank, der das irgendwie mal. Ja, zu
nicht so, wie ich das auch mal die ganze Zeit mache. Wieso sind das die ganze Zeit nur solche dämlichen Einmanngruppen? Wo sind denn die Gruppen? Wo ein paar mehr sind? Hier! Meine Fresse. Okay, der wurde gerade besiegt. Dann bleibe ich mal auf meinem Realm. Wieso ist der jetzt hier auch schon down? Ach hier. Meine Güte. Bock. Das one-shottet dich übrigens so gut wie. Das habe ich schon mit meinem Hunter gemerkt. Wenn du da drin stehen bleibst, bist du tot. Fast sicher. Dank eurer Taten ist aber bleibt wachsam. Die Gefahr ist nicht gewachsen. Ein bisschen Gold bekommen. Gab der Boss echt nur 100 Ordensressourcen? Das kann nicht sein. Nicht drauf geachtet, was der für Belohnungen geben sollte. 600 Gold, ich wollte gerade sagen. World Boss gibt eigentlich immer ordentlich Belohnung. Marius und seinem kleinen Hexenmeister ist es gelungen, eines der... Ich bin ganz Ohr. Würdet ihr mich jetzt auch mal verwandeln? Sieg für Sylvanas. Wieso kann ich mich nicht verwandeln? Ach so. Wenn ich noch in dem verschissenen Raid bin. Geht immer noch nicht. Hier. Kann mir das mal jemand erklären? Was ist das jetzt hier wieder für ein Schrott? Ich bin nicht mehr in einem Raid. So, jetzt bin ich ins Portal rein, verwandeln. Jetzt verwandle ich mich auch. Meine Fresse. Buggy! Viel zu buggy. So, mit dem muss ich jetzt irgendwie Schatztruhen einsammeln, oder wie war das? Zehn Stück brauche ich. Ah, hier. Hier geht's rein. Ich hätte mir in Erinnerung, dass es hier irgendwie mehr Kisten gäbe. Komm, ich suche mal eine Gruppe. Vielleicht geht es schneller, was wir mehr machen. Aber irgendwie bekommen wir gerade gar keinen
Fortschritt mehr doch jetzt immer einbekommen. Oh nein. Gut improvisiert. Ich wünschte, ich hätte mehr Truppen, die ich mit solchen Aufgaben betrauen könnte. Und jetzt hat's mir doch am Endeffekt das gebracht, dass ich das mit mehreren gemacht habe. kein Soldat wird zurückgelassen. Machen wir das nochmal. Das kann ich auch ausmachen. Ich mache jetzt keinen neuen Part mehr. Part wird ein bisschen länger. In den Schmarrn hier wollte ich wenigstens noch abschließen. Gefangene ach, hier in der Höhle. Ich nehme mal an. Alles Notwendige, um sie zu befreien. Zack. Zack. Drei von acht. Boah, wieso halten die so viel aus? Das ist ich müsste erst etwas ansehen. Ich kann das nicht plündern. 5 von 8. Ist eine Sackgasse? Verfuckse. Ah, hier. Ich wollte gerade schon anfangen umzumaulen. So, und hier oben ist auch der Kerl. Heldentum, jetzt wird hier mal ein bisschen eskaliert. Völlig übertrieben, hätte ich gar nicht so viel machen sollen. Aber diese kleinen Scheißviecher, ne, halten mir zu viel aus. Gefangenen haben euch sowohl ihr Leben als auch ihre Freiheit zu verdanken. Gute Arbeit. Wie viele Quests haben wir jetzt insgesamt gemacht? Ein paar. Vielleicht 7? 8? Sowas um den Dreh? 8 könnte gut sein, vielleicht sogar 9. Das heißt 900 Gold für die Weltquests bekommen. Ne, ich denke es waren eher 7. 7 könnte gut sein, weil wir haben auf jeden Fall einmal fast 700 Gold für die World Boss Weltquest bekommen. Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. So, dann wollen wir doch mal kurz. Wie geht's? Verscherbeln. Ach, den Schinken haben wir bekommen. Von wann haben wir den denn bekommen? Auch da. Wieso habe ich denn so viel Artefakt-Power-Items? Was war das denn? Das komische Wackeln gerade. Ich dachte erst, das hätte was eher davon gekommen, dass ich den verfluchten Splitter gedrückt habe. Aber ist noch nicht bereit. Oh. Mal wieder ein Legendary. Oh, und direkt 1000er Item-Level! Oh, fuck's sake. Anlegen 1 zu 8 Sekunden. Zauber Eislanze erhöht 8 Sekunden lang den Schaden eurer Eislanze um 3%. Diese Effekt sagt man, boah. Ich glaube, das Ding ist ziemlich gut. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen.
Ja, da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Hier noch ein Legendary drin, pass mal auf. Nope. No Legendary. Nevermind. Gut. Sehr schön, ich bin trotzdem zufrieden. Ist in Ordnung. Wir müssen hier unbedingt auch nochmal demnächst ausmisten. Liebe Leute, ich mache an dieser Stelle trotzdem einen kleinen Cut und wir hören uns dann beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr fandet es nicht so schlimm, dass diese Folge mal wieder ein bisschen länger war. Ja, schauen wir mal. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.